Es darf doch nicht wahr sein, dass Saddam Hussein es erneut fertig bringt, den Nahen Osten an den Rand einer weiteren großen Krise zu führen. Und deshalb kann man ihm nur zurufen, er soll das lassen, er soll sich an das halten, was die Vereinten Nationen beschlossen haben. Und er soll sein Land und die Menschen vor allem in dem Land nicht weiter isolieren, denn das ist ja eigentlich die schlimmste Folge. Die Menschen werden von ihm ja quasi als Geiseln genommen. Das kann und das darf nicht richtig sein. Appell richten oder wollen Sie mit öffentlichen Mitteln, sprich EU-Mitteln gegensteuern, nein, weil Sie anreich sind? Nein, nicht mit EU-Mitteln gegensteuern, obwohl wir ja EU-Mittel aufwenden werden insgesamt. Again, that Nigeria is invited. During your presidency, but we have agreed that the presidency shall take the line at the end of the meeting, that we all share the same deep concern over the situation in Iraq. We all fully support the United Nations Security Council. We demand that Iraq must apply and meet the terms of the United Nations resolutions, and we will watch particularly closely the outcome of the Security Council deliberations, in which, of course, both Britain and France are playing a very important part. And Russia are particularly disappointed by the actions of Saddam Hussein. Thank you very much.